Ich begrüße euch zum letzten Part Paper Mario, die Legende vom Eonentor. Ja, so ein langes Projekt. Seit März läuft es schon und jetzt findet es sein Ende. Ja, ich habe mich wirklich bemüht, möglichst gründlich zu sein. Wir haben die Story so gut es geht alle Kapitel durchgespielt und auch danach habe ich mich nicht lumpen lassen. Und ja, wir haben die Jobbörse gemacht. Alter, geben die viel, warum? Jeder Einzelne gibt 3 Sternpunkte, was geht? Danach habe ich mich nicht lumpen lassen, wir sind gerade im Duellkerker. Alter, warum? Lol, wir haben ein Level Up. Und ja, jetzt werden wir uns vorankämpfen, sind auf Stufe 81 im Moment. Gut, Danger Mario ist nur Danger Mario mit 5 KP. Wir nehmen nochmal Ordenpunkte. 84! Das ist eine ganz schöne Hausnummer, 84 Ordenpunkte. Oh yeah! Und das zählt auch zu den 100% und ich freue mich, dass es jetzt der Fall ist. Wir werden Superstar und bekommen eine größere Bühne. Im letzten Part, das ist ja... Da bin ich ja froh drüber. Ohne Witz. Gut, wir haben nochmal 3 Ordenpunkte. Was können wir da nochmal reinpacken? Doppelgriff, Items jucken mich nicht mehr. Ehrlich gesagt... Piets Stimme? Mach die mal an, ich will das mal hören. Habe ich jetzt gerade nicht KP singen? Ah, nee. Achso. Nee, tu mir nichts. Kampfrausch haben wir... Oder haben wir alle an? Vom Partner juckt mich nicht. Aber nee, guck mal, hier können wir noch Kampfwut einen anmachen. Sind wir noch stärker. Ausweicher Partner. Pff. Nee, juckt auch nicht mehr. Mach halt den noch an. Verteidigung, dass die nicht so einfach drauf gehen. Und dann haben wir schon alles wieder. So, Stufe 82. Ja, bis zu 100, das geht rucki zucki, trotz, dass die Gegner immer stärker werden. Was ist denn das für einer? Hoffentlich sind da mehrere. Ich will den jetzt nicht einfach... Nicht, dass wir den noch nicht gescannt haben. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich kann mir das nicht merken. Manche sind einfach nur andere Farben und so. Ich glaube, der ist schon ziemlich kräftig. Siehst du, den müssen wir noch scannen. Also los. Ich glaube, eine hellere Variante von dem haben wir schon mal gesehen. Ein schwarzer Dornhart. Ursprünglich wurden diese Dinger aus Stein hergestellt. Maximale KP 8, Angriffskraft 8, Verteidigung 4. Wegen der Stacheln kann man nicht auf sie springen. Und wenn du mit dem Hammer triffst, fahren sie ihre Speere aus. Der hohe Wert für Verteidigung macht den Kampf auch nicht unbedingt leichter. Bleibt wohl nur Einsatz von Items oder Sternenattacken. Ach, kannst du knicken, ich bin stark genug und außerdem habe ich natürlich einen Orden, der mich schützt davor, dass wir auf stachelige Gegner springen können. Also er schützt mich nicht davor, dass wir drauf springen können, sondern er schützt mich, dass wenn ich drauf springe, dass ich keinen Schaden erleide. Ich muss mich mal besser artikulieren hier. Ja, ja. In den letzten Parts haben wir auch schon intensiv über alles geredet. Zuletzt über Paper Mario. 1, 2, 3, 4 und den 5. Teil, wenn man Paper Jam Brothers dazu zählen kann. Mach nicht kaputt. Okay, sind 2 davon da. Ich muss es lassen mit dem Erstangriff. Habe ich nichts von. Ich gehe eh nicht down. Ich gehe doch eh nicht down. Auch die musst du noch scannen. Da-dam, da-dam. Da-da-da-da. Das ist eine Krottenfadula. Krottenfadula sind Spinnen, die tief unter der Erde leben. Maximale KP 16, Angriffskraft 7, Verteidigung 0. Ziemlich harte Brocken. Sie spucken ihre Kugeln, manchmal sogar mehrere hintereinander. Ich finde, die sehen sogar ganz schön giftig aus. Pfui, Spinne. Mario, mach diese Dinger bitte ganz schnell kaputt. Pfui, Spinne. Pfui, Teufel, oder? Nee, Pfui, Spinne sagt man auch. Naja. Ah, das gibt nochmal hier Sternpunkte, aber ich kann mir nichts mehr davon kaufen. Es ist inzwischen Wurst. Ja, wir wollen nochmal ganz kurz reden über was ich noch an Paper Mario Let's Playen kann und werde. Ich habe da schon so ein bisschen Pläne, an denen ich euch nicht teilhaben lassen möchte. Aber ich möchte ganz ehrlich sagen, Super Paper Mario und Paper Mario Sticker Star. Ja, ja, doch, doch. Ich würde schätzen, eines Tages sehen wir die beiden Spiele wieder. Weil ich will die nochmal Let's Playen gerade. Super Paper Mario hat es in meinen Augen verdient, aber erstmal nicht. Das ist eine Killer-Piranha. Killer-Piranhas sind die Killer unter den Piranha-Pflanzen. Maximale KP 15, Angriffskraft 9, Verteidigung 0. Das sind ja echte Killer. Auf den ersten Blick wirken sie wie ganz normale Piranha-Pflanzen. Aber du solltest dich vor ihnen extrem hüten. Es wäre doch dumm, von so einer verrückten Blume besiegt zu werden, oder? Kannst du laut sagen.
Ja, aber wir werden auf jeden Fall Mario und Luigi Paper Jam Brothers Let's Playen. Da mein Wort drauf, könnt ihr euch drauf freuen. Erst danach müssen wir irgendwann gucken, 2016, 17. Wenn Platz ist, wenn kein Paper Mario mehr ist, würde ich gerne Super Paper Mario nochmal bringen. Aber in meine konkreten Pläne lasse ich euch noch nicht schauen. Denn ich habe einiges vorbereitet. In meinem kranken Hirn. Was kommende Let's Plays angeht. Und schon wieder, tusch einfach erstmal... Na gut, die hatten wir eh schon. Schwachmaten. Ja, die haben wir schon, richtig. Immer noch mit Danger Mario natürlich unterwegs. Hab's in diesem Part noch nicht erwähnt, aber es sollte offensichtlich sein. Des Weiteren habt ihr doch garantiert die letzten Parts gesehen, nicht wahr? Habt ihr doch, oder? Bitte? Eigentlich hätte man mit Danger Mario schon vorher kämpfen können, oder? Was spricht denn dagegen? Ja, die Aufträge muss man machen. Um die Aufträge machen zu können, muss man schon ziemlich weit in der Story sein. Also die wollen nicht, dass ihr die Story so ohne weiteres mit Danger Mario löst. Sonst kann man sich ja... Ihr braucht die Platin-Karte für das Casino, für die Kampfwutorden. Und den Auftrag, wann man den genau bekommt, weiß ich nicht. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wann man Danger Mario am frühesten bekommen könnte. Das wäre mal interessant zu wissen. Achso, ich höre auch gerade den Peach-Sound. Lassen wir den einfach drin. Lassen wir den einfach drin. Gut. Wenn wir das haben, den Duellkerker, müssen wir natürlich noch zu Bomboff. Der hat die letzte Mission für uns. Letzter Auftrag. Und zwar war, was er uns gesagt hat, dass er in der 50. Ebene des Duellkerkers was an die Wand geschmiert hat. Das hat Bartomp weggesprengt. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich noch zu ihm nach Großfrostheim und Bescheid sagen. Jo, Bruder, wir haben es weggemacht. Dann bekommen wir unseren Lohn. Und dann sind für meine Begriffe die 100% geschafft. Klar, viele werden wieder rumhaten und sagen, ja, dies, das, Ananas. Ich sag's immer wieder, 100% sind Ansichtssache. Das ist bei so einem komplexen und riesigen Spiel wie Paper Mario, die Legende vom Ionentor natürlich umstritten. Aber ganz im Ernst, Freunde. Ich sag mal so, wir haben alle Sternsplitter, wir haben die komplette Story, wir haben den Duellkerker, wir haben alle Aufträge in der Jobbörse, wir haben eigentlich alle Orden, die überall rumliegen, uns gekrallt. Also, großartig beschweren kann sich jetzt wirklich niemand. Wenn ich nach der Story sofort aufgehört hätte, klar, dann wären es auch keine 100%. Oder wenn ich nicht alle Sternsplitter gefunden hätte, was auch keine Schande ist, weil die sind echt manchmal böse versteckt. Es ist alles korrekt, das stimmt, das macht Sinn. Aber... Na ja, komm her. Hat doch nicht geklappt. Ich spring da wie so ein Spacko rum. Ja, ist immer alles Ansichtssache, das hatten wir schon bei... Ja, Pokémon Bloody Blatin habe ich alle 493 Pokémon gesammelt. Und das waren für mich dann auch in der Situation 100%. Sag ich mal. Gut, da kann man sich noch mehr drüber streiten als jetzt hier bei Paper Mario, ja. Weil da gibt es ja im Untergrund die Fossilien ausgraben und alles Mögliche. Bei Pokémon Bloody Blatin meine ich jetzt. Und die Wettbewerbssache und so weiter und so fort. Was gibt's auf Ebene 90? Glückstag. Ach, das kann ich einsetzen. Gegnerische Angriffe gehen daneben. Sehr gut. Glückstag 7. Was? Hä? 7? Mach den mal weg, bitte. Herzlein. Obwohl, naja. Tut mir nichts. Fortuna. Mach halt einen Kampfwutorden weg. Damit die Angriffe schneller daneben gehen. Vielleicht kriege ich ja noch ein Level up bis dahin. Glückstag. Tada! Wie viele Sternpunkte habe ich denn? Kann ich den Kampfwutorden nochmal reinpacken? Ich glaube aber nicht. Ah, der sieht auch nochmal neu aus. Ziemlich fresh. Denke, den haben wir noch nicht gesehen.
Beide. Ich denke, beide noch nicht. So ist es. Das wird jetzt interessant. Ja, mach erstmal den. Also, die werden angreifen dürfen. Ein weißer Magimesh, der Gipfelpunkt der antiken Ingenieurskunst. Maximale KP 12, Angriffskraft 8, Verteidigung 5. Auch wenn... Auch er setzt verschiedene Arten von Magie ein. Außerdem kann er sich mit Doppelgängern umgeben. Schwachpunkte scheint er gar nicht zu haben. Da hilft nur eins, greifen wir ihn mit allem an, was wir haben. Gut, du bekommst einen ganz eigenen Sprung nur für dich. Okay, der Peach-Sound nervt schon dezent. 69, mal sehen, wie viel die geben. Gumprina hat ja 6 Schaden gemacht, aber Mario hat eine deutlich höhere Verteidigung. So, Scanner. Ihr auch noch. Guckt, er hat allein 5 Sternpunkte gegeben. Das ist ein Stinkschnuff. Stinkschnuff sind giftige Wolkenwesen. Maximale KP 15, Angriffskraft 8, Verteidigung 0, Angriffskraft für Gift 10. Seine Frontalangriffe sind stark, aber richtig gemein sind die Giftattacken. Und wenn du einen aufgeladenen Stinkschnuff angreifst, schadest du nur dir selbst. Echt jetzt? Der ist aufgeladen. Dann... Mach den Power Ring. Das sollte eine gute Sache sein. Wir werden unsere Sternenergie ohnehin nochmal aufladen. Es war jetzt halt doof, dass die schon... Oh, die überleben sogar. Ah! Das war doof. Das war richtig mies. Ich hätte es ja schaffen können, aber... Oh, oh. Wenn ich so kleine ziehe, dann... Guck, der eine kriegt nicht genug Schaden. Oh, einer noch... Oh nein, das ist doch nicht wahr. Nein? Don't make a bullshit with me. Angriff gegen Mario ging daneben. Puh, haben wir aber Schwein. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich. Das sollte klappen. Ne, ich will da jetzt kein Risiko eingehen. Ich bin nicht ganz im Klaren, ob Mario Schaden erleiden würde, wenn er da drauf springt. Deswegen kriegen wir das hin. Und die Sache hat sich. Die konnten ja nur sich jetzt erst aufladen, weil ich gleich 2 Gegner scannen musste. Warte. Ja. Irgendwie komme ich da immer durcheinander, aber es reicht locker flockig. Obwohl, Verteidigung. 4. Gut. Ja. Kannst mal sehen, selbst mit Danger Mario ist ganz unten doch nicht mehr mit den Gegnern immer zu spaßen. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass dieses Let's Play so ein bisschen ein unrühmliches Ende findet, weil den Duellkerker finde ich jetzt nicht wirklich hübsch. Paper Mario, die Legende vom Eontor, hat so ein schönes Ende, wie ich finde. Schon ein bisschen schade, dass wir das nicht... Die geben so viel. Die goldenen Susel, Dusel, Wusel. Aber hier haben wir noch einen zum Scannen, nämlich diese Flap Flap in grün. Das ist ein Swooperatu. Diese grausamen Blutsauger lauern in der Dunkelheit. Maximale KP 20, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Sie saugen ihren Opfern KP ab, mit denen sie sich dann selbst regenerieren. Wirklich widerliche Viecher mit einer widerlichen Attacke. Und weil sie auch so viel Eigen-KP haben, sind sie dadurch doppelt zäh. Wenn du gegen sie kämpfst, solltest du sie auch besiegen, klar? Der Multisprung muss nur klappen. Sauber. Und das Susel-Dusel gibt nochmal hier unfassbar viel Sternpunkte, die wir jetzt gegen Ordenpunkte eintauschen. Das ist gut. Level up! Das sind halt die goldenen Viecher. 87 Ordenpunkte! Holy shit! So. Gut gemacht. So, dann wollen wir doch mal ganz kurz nochmal einlösen. Ja, sorry für die Umstände, aber wir haben mehr Zeit. Schnarcher, Erweicher, Powersprung. Kam Frosch. Nee, das meine ich nicht. Was habe ich denn weggetan eben? Herzilein. So. Dass die sich auch ab und zu mal regenerieren. 92, da haben wir noch was vor uns. Ach, das ist kein Problem. Der Dicke! Das ist doch kein Ding. Alter!
Mann, sind die dick, Mann. Sind das andere? Ja, das sind auch wieder andere. Tja, müssen wir etwas Zeit mitbringen, denn wir müssen scannen. Das ist Make-up-Omp. Make-up-Omp. Das ist eine besonders große Art Bob-Omp. Maximale KP 10, Angriffskraft 4, Verteidigung 2. Sie greifen nicht an, aber wenn ihre Lunte brennt, dann explodieren sie auch. Davor laden sie sich allerdings noch auf. Und dann beträgt ihre Angriffskraft 16. Da sage ich nur, ouch! Entweder du besiegst sie schneller oder du versuchst, sich zu verkriechen. Oder du lässt sie früher explodieren. Dabei sind Feuer oder Bomben hilfreich. Ich mache das auf die ganz traditionelle Art und Weise, wenn keiner was dagegen hat. So. Alter. Ich habe das Gefühl nicht los, dass wir noch ein Level-Up bekommen. Womöglich, ja. So. Gib ruhig alles mit, auch wenn wir nur 999 Münzen tragen können. Alles ist gut. Hallo. Ja, zu diesem Let's Play, das wir hier sehen an sich. Lange gefordert. Let's Play Paper Mario, die Legende vom Ionentor. Haben sich viele immer gewünscht. Und nach Jahren habe ich euch den Wunsch erfüllt. Und ich hoffe, ich bin euren Erwartungen gerecht geworden. Und hat mich ganz gut geschlagen. Spaß hat's gemacht. Das Let's Play, ja, es ist halt ein Retro-Let's Play. Und es ist in der Langzeit, seit Paper Mario, die Legende vom Ionentor läuft, sind halt immer mal wieder neue Spiele erschienen. Splatoon, Yoshi's Woolly World. War davor auch noch was? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall stand es dann auf dem Schatten und es hat gedauert. Ich finde noch, dass das zweite Kapitel war so ein kleiner Tiefpunkt, weil es einfach lästig und diese merkwürdigen Grafik-Glitches, ihr habt es ja miterlebt. Ja, aber wir haben es überlebt und ich habe es auch an meiner Zuschauerschaft gemerkt. So im ersten, zweiten Kapitel dachte ich mir auch so, ja, ihr habt es euch doch alle gewünscht, warum schaut ihr es nicht? Aber dann später, als das Spiel auch wirklich an Fahrt aufgenommen hat, noch mehr, da waren alle fleißig mit dabei und es hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Weil nichts bekräftigt einen Let's Player mehr, als wenn einfach Zuspruch von den Zuschauern kommt. Und ja, Aufrufe, Daumen, konnte sich sehen lassen. Und zum Finale, die Shadow Queen, das ging natürlich auch ab. Alle waren fleißig dabei und haben mitgefiebert und ich hab's gefeiert. Das macht immer richtig viel Spaß, immer so mega Unterstützung zu haben. Also ich fand es in Ordnung. Ich muss sagen, so knapp jeder paar tausend Aufrufe, ich weiß jetzt nicht, ob die von der Jobagentur, die haben vielleicht jetzt nicht, 1000 sah schon, 10.000 Aufrufe meinte ich. Die von der Jobagentur weiß ich jetzt nicht, ob die vielleicht ein bisschen weniger geschaut werden, aber auf jeden Fall bin ich hochzufrieden und da macht man natürlich auch länger das Let's Play. Ihr kennt es schon von Tomodachi Life. Die Leute wollten einfach nicht, dass Tomodachi Life aufhört. Also habe ich weitergemacht. Ohne Ende. Ja, und hier auch diese Duellkerker und die Jobs zu machen. Die einzig richtige Entscheidung. Ich glaube, selbst wenn es nicht mehr Aufrufe gehabt hätte als die anderen Projekte, hätte ich es trotzdem gemacht, weil gehört für meine Begriffe dazu. Habe ich 2011 den Fehler oft gemacht. Nämlich die Let's Plays so schnell wie möglich wieder hinter mich gebracht, um neue Let's Plays zu starten. Da hatte ich nichts davon. Ich sag mal, Super Smash Bros. Brawl zum Beispiel, habe ich die versteckten Kämpfer nicht freigeschaltet, die Mission nicht gemacht, einfach durchgerusht. Und das habe ich dann später besser gemacht. Mit meinem 2014er Let's Play. Alter, gibt das viele Sternpunkte, was geht eigentlich? Das sind auch hammerharte Gegner. So, das war aber wirklich der letzte Level-Up. Denn ihr habt gesehen, wir sind schon auf Stufe 98. Heftig. Und da wir keine Credits mehr haben werden, höchstwahrscheinlich, glaube ich, habt ihr nichts in Erinnerung. Ja, mein Fazit, es ist einfach ein super tolles Spiel. Und gut, man kann jetzt nicht sagen, jeder sollte es gespielt haben. Aber wer es nicht gespielt hat, sollte es zumindest gesehen haben. Und dazu habe ich einen Beitrag geleistet und euch es näher gebracht. Was ist denn Zappa jetzt eigentlich? Na gut. Achso. Kann man noch irgendwas reinhauen? KP. Na, das ist doch Schwachsinn. Macht gar keinen Sinn. Ausweicher.
Ich weiß nicht, wofür ich meine Ordenpunkte noch benutzen soll. Klar, die Partner tun mir nichts. Ach halt hier, tun mir nichts. Aber es funktioniert auch nur, wenn, ja. Mach mal das Ding da raus. Hab mich geirrt. Funktioniert auch nur, wenn der Partner auf Danger ist, also nur noch 5 KP übrig hat. Deswegen ist es jetzt nicht so wichtig. So. Da noch einer. Alter, sind das viele. Fatzkes. Habe ich die... Tschum, 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 tschum. Nein! Alter. Fail. Multikopfnuss, kriegt die es hin? Ach, ich hätte Kraftkuss machen können. Nee, geht gar nicht. Die sind zu stark. Tu nichts Unüberlegtes. Boah. Was soll das denn jetzt? Na, es geht nicht, ne? Alter. Leider ist der Part auch schon wieder recht lang. Aber egal, für den letzten Part. Machen wir es halt nochmal. Hab dich nicht erwischt, ja. Ah! Ich würde es fast lassen. Einer in Kraftkurs. Dann auf Mario nochmal und ich will, dass er drauf springt, wenn er es erstmal geschafft hat. 50-50 Chance. Alter! Seit wann ist es der letzte, der hinterste? Ja, mach nochmal. Ja, 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 das war mir schon klar. Na gut, einer der letzten Kämpfe ever. Keine Panik. Mario darf... Oh. Schade. Mario darf zweimal. Die in der Mitte sind es eigentlich eher. Tschüss, Mann. Lange genug zum Narren gehalten. Ich glaube, das war eben eine 99. Aber nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon, das war eben eine 99. Das heißt, wir kommen jetzt zum fetten Bosskampf. Eigentlich könnte ich nochmal einen Schnitt machen und sagen so, bis zum nächsten Mal, aber na gut. Na dann los. Wir sollten uns wagen. Ganz unten! Hallo! Werten Logard, werten Lobert. Sie haben noch ein älteres Geschwisterchen. Redet nicht viel. Sieht doch nicht mehr so lebendig aus, aber... Mein Gott. Was für ein widerlicher Kerl. So. Dieser Gegner ist in der Tat in der Lage, Mario zu besiegen. Aber... Mal sehen. Das ist Loviata. Loviata ist die ältere Schwester von Logard. Aber sie ist ja nur noch ein Knochengerüst. Maximale KP 200. Angriffskraft 8. Verteidigung 2. Mit ihren Angriffen kann sie uns einschläfern oder gefrieren lassen. Und wenn ihre KP sinken, regeneriert sie sich von selbst. Ist dieses Biest am Ende stärker als der Endboss? Strengen wir uns an! Ja. Power Darts. Verdammt! Sie darf angreifen. Aber ich bekomme Verteidigung. Danke, das Glück ist mir hold. Eigentlich kann sie mich jetzt schon nicht mehr besiegen. Vielleicht greift sie ja Gumprina an, aber... Oh, oh mein Gott! Ey, wenn dieser Zauber nicht gewesen wäre... Oh, ich hätte alles nochmal machen müssen. Bei aller Liebe, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt, nochmal alles neu zu machen. Der Power Dots muss passen. Ja, geschafft. Baby! Den stärksten Endboss mit Danger Mario auch nicht so einfach. Vor kurzer Zeit ist mir das Herz in die Hose gerutscht, aber geschafft. Und tschüss, Mann, geh baden. Dafür gibt's einen Sternpunkt. Ja! Wee!
sauber die Haare gekämmt. Heftig. Aber I like it. War es da doch nochmal für eine Sekunde spannend, nicht wahr? Wäre dieser Zauber nicht gewesen, hätte die uns besiegt. Orden Konterschlag. Gegner, die Mario angreifen, erleiden ebenfalls Schaden. Geschafft. Oh, verschwinde du. So, hinten ist die Röhre. Hier dürfte nichts mehr sein. Die Musik, Alter. Nun denn. Dann können wir jetzt ja wieder gehen. Nichts passiert, nein. Gut, dann gehe ich nach Großfrostheim und wir sehen uns wieder bei Bomboff. Und so schnell geht das. Ach ja, was mir eingefallen ist, ich habe ja noch Lebenspilze bei mir. Ich wäre gar nicht gestorben. Aber trotzdem war es spannend und ich war erschrocken. Ich war erschrocken. So, welcher war das? Der hier. Der Versteckte. Und, hast du die Schmiererei wegmachen können? Ja. Ah, endlich ist die blöde Schmiererei weg. Danke, vielen Dank. Aber ich kann ja gar nicht selbst nachprüfen, ob man wirklich nichts mehr sieht. Na gut, dann glaube ich dir einfach mal ganz einfach. Hier, deine Belohnung. Das hat Rachel Tee für mich gemacht, weil ich Schnee doch so gern habe. Ein Eishase. Mein Wunsch, den erfülle ich mir selber. Den darfst du nur niemals verraten, was ich an die Wand geschrieben habe. Versprochen, oder? Doch, er könnte doch überprüfen, indem er sagt, na, was habe ich an die Wand geschrieben? Na, dann sagst du, ja, ich will die da heiraten, die hat sogar einen Namen gehabt. Dann weiß er es doch. So, in Großfrostheim beende ich dieses Let's Play. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht über Monate hinweg. Wir haben viele tolle Orte besucht, viele wunderbare Charaktere. Ja, Freud und Leid geteilt. Also bei so einem großen Projekt, da werde ich schon immer ein bisschen sentimental, wenn es endet. Aber ja, was die 100% angeht, ich würde sagen, komplette Story, kompletter Duellkerker, alle Jobbörse-Angebote erledigt. Und alle Sternsplitter, alle versteckten Orden, ja, die Casino-Spiele alle mit euch gespielt. Ich würde mal sagen, alle Gegner gescannt, ja. Das kann man durchaus für eine 100%-Challenge stehen lassen. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Und ja, dann noch ein letztes Mal Daumen hoch. Und danke, dass ihr dabei wart bei Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Wir hauen ab mit Rudi und sagen bis dann und ciao.